Jo Leute, was geht? Rob hier, zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Big Bang. Wir haben hier unser derzeitiges Team und ich habe ein bisschen offscreen trainiert. Einfach um die Pokémon vom Level her ein bisschen anzupassen. Haben jetzt hier Heli, das werden wir auf Level 12. Lombrero namens Jorge auf Level 16. Ebenfalls auf Level 16, auf Level 19. Dodu. Karl das Medbo auf Level 15, Europe das Europe auf Level 15 und Mickey das Schwalbini auf Level 12. So sieht es bis jetzt aus. Ich habe auch aus Versehen offscreen zwei Trainer besiegt, glaube ich. Ich glaube, die hier auch. Sie nicht. Aber den anderen da oben auf jeden Fall aus Versehen während Training. Frau Knilz brauchen wir keine Angst haben, dann gehen wir auf Dodu. Und bleiben dann gerade drin bei Mirapla. Besiegen wir auch locker. So. Ja. Na, weiter geht's. Pokémon haben wir hier ja schon gefangen, von daher können wir nichts fangen. Es war auch ein Schwalbini, allerdings. War unser für 12. Okay, Doppelkampf. Ich habe Lust auf einen Doppelkampf. Aber nicht mit Heli, sondern mit Roche und mit Dodu, wenn wir einen Trank haben. Mal schauen, kommt man im Beutel nach. Ja, Paraheiler, perfekt. Und dann noch ein Trank. Sollte so passen. Okay, es wird nicht mein. Ah, doch, es wird ein Doppelkampf. 6 Pokémon sogar, okay. Scheinbar jeder 3. Knirr, perfektes Matchup sogar, sehr gut. Sollte beides one-shotten. Okay, nicht ganz, aber Absorber, oder? Auch nicht ganz, okay. Aber die machen uns auch nicht viel Schaden, im Gegenteil. Absorber auf Kleinstein. Und Verfolgung auf Knilz, just in case. Nice. So, da waren es nur noch 4. Lombrero, okay. Und auf der anderen Seite sehen wir. Aerodak. Oh. Das ist allerdings ein Problem. Naturkraft war Stachelspore, meine ich, oder? Dann gehen wir auf Naturkraft, um das Aerodactyl ein bisschen zu auszupacen. Und ich gehe mal für den Heuler. Flügelschlag auf Roche. Oh, Crit! Oh nein! Oh, wieso? Oh, wieso? Crit! Flügelschlag. Normaler Flügelschlag hätte nie ausgereicht. Hätte guten Schaden gemacht, aber hätte niemals ausgereicht. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Fuck. Das war eins unserer besten Pokémon. Gift für Schlafpuder. Und für Schnabel. Ah, Naturkraft war eh Sternschauer. Okay, Schlafpuder geht natürlich daneben. Nice. Und Konfusion und Furienschlag vielleicht. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich hätte lieber auf zu speeden, weil. Wer weiß, was da passiert. Relativ wacht auf, Flügelschlag. Das war's auch für Karl. Leute, ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwie irgendwas machen können. Ganz im Ernst, jetzt. Furienschlag geht auch noch daneben. Wir müssen jetzt versuchen zu flinchen und wir müssen das Lombrero ausnocken.
Flügel, Flügelschlag. Oh, das reicht nicht aus. Flinch, obwohl es ist ja eh schneller. Komm schon, tank das. Ich habe nur noch einen Trank. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Ich gehe für Furienschlag wieder. Komm schon, tank das, tank das, tank das, tank das, tank das. Furienschlag trifft. Kommt fünfmal. Zweimal. Dreimal. Nein, 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 nein. Okay, Lumberus. Und er hat ja noch. Ist ja nicht so, dass er danach besiegt ist. Seht ihr ja. Ich muss auf Schnab. Ich muss auf. Blanas gehen. Ist so eine große Gefahr gewesen für Europe. Und hoffen, dass eine Kopfnuss ausreicht. Komm schon. Nice. Okay. Zwei Pokémon verloren gegen dieses Aerodactyl. Oh mein Gott, er hat ein Rihorn noch. Wisst ihr, was perfekt für ein Rihorn wäre? Absorber. Ja, Roche wäre perfekt. Ich hab. Wie wollen wir Rihorn besiegen? Wie wollen wir Rihorn besiegen? Ich hab Angst vor einer Gesteinsattacke, aber hey, wir haben nur noch Flugtypen. Ich muss Mickey opfern. Minus 2, minus 3. So, und jetzt werden wir einfach angreifen, hoffen, dass es irgendwie reicht. Wow, macht beides gar nichts. Jetzt bei minus 4. Er macht uns kaum Schaden, aber wir haben halt auch keinen Trank mehr. Das ist das große, große Problem. Er schreckt zurück, sehr gut. Das kannst du jetzt noch. Er schreckt nochmal zurück. Und ein Crit. Komm schon, denk das. Keine 5 Treffer. Du kriegst keine 5 Treffer, komm schon. Okay, bekommt 3. Ich gehe hier raus auf Heli. Und für Rückzug. Weil Europe dürfen wir nicht verlieren, auf keinen Fall. Und er scheint keine Gesteinsattacke zu haben, von daher sollten wir das mit Heli tanken. Und wenn Heli stirbt, ist mir das lieber, als wenn Europe zusätzlich noch stirbt. Crit. Verteidigung sinkt, aber. Kommen noch. Jetzt noch 2 Rückzughiebe jeweils. Wir sind eh schneller. Oh, das sollte ausreichen, oder? Oh mein Gott. Crit. Okay, wie viele Pokémon haben wir verloren? 3? 2? 2, genau. Karl und Roche. Und Roche ist eigentlich unser MVP auch für die Arena gewesen, weil es ist eine Gesteinsarena und wir haben jetzt wirklich nichts mehr. Oder Boden, Gesteinboden, weiß nicht. Wir haben wirklich nichts mehr gegen diese Pokémon, weil gegen diese Arena, weil Europe hat ja auch noch keine Wassermoves. Deswegen müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Ich werde erstmal ins Pokécenter gehen. Mich von unseren beiden Pokémon verabschieden. Oh, das waren unsere ersten Verluste auch noch. Wisst ihr. Haben wir was auf der Bank? Auf der Box, meine ich. Was war's noch? Ah, ja, genau. Roche. Haben wir was? Ne, wir haben noch gar nichts richtig. Ja. Okay. Folgendes Problem: Wir haben 4 Pokémon. Davon
hat keins eine Attacke, um irgendwas gegen die nächste Arena zu machen. Wirklich. Null. Nada. Wir haben nicht mehr was, was normal trifft, glaube ich. Obwohl doch, aber wir haben nichts sehr Effektives. Wir haben so viel, gegen was die Arena resistiert. Außer Europe, aber Europe hat keine Wasserattacke. Schwalbini kannst du vergessen, vor allem haben die Pokémon garantiert Gesteinsattacken, das heißt, Schwalbini scheidet aus, Wiamma scheidet aus und Dodo scheidet auch aus. Heißt, wir haben eigentlich nur Europe für die Arena bisher. Das ist ein großes, großes Problem. Erstmal hole ich mich jetzt der Schneider, aber. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir die Arena packen sollen, ehrlich. Absolut keine Ahnung. Hier können wir auch kein Pokémon fangen, meine ich. Ne, wir haben ja noch keine Angel. Wir können hier in dem. Ich weiß gar nicht, wie der Tunnel heißt. Auf jeden Fall können wir da noch ein Pokémon fangen, wenn wir. Haben wir Bälle? Wir haben. 8 Bälle, okay. Ich will nicht gegen die kämpfen. Das ist ein Wanderer. Wir haben allerdings keine Pokémon, um ihn zu besiegen. Ich bin überfragt. Ganz ehrlich. Ich habe Angst, gegen ihn zu kämpfen, Leute. Es geht nicht mehr weiter für uns. Weder können wir in die Arena, noch können wir hier den Gegner besiegen. Was ich machen werde, ich werde schauen, auf welchem Level Europe Wasserattacke erlernt. Mal schauen. Ich schneide einfach kurz und dann bin ich gleich wieder da. Weil sonst geht der Sound aus und alles und das ist eklig. So, ich bin wieder da. Und ich habe ja noch den Tab offen. Und da, ja, was sehen wir? Wir sehen, Europe erlernt Eissturm auf Level 17, Aurora Strahl auf Level 21. Okay, also mit Eissturm könnten wir ein bisschen was anstellen, auf jeden Fall. Allerdings erlernt es keine einzige Wasserattacke per Level ab. Also in Rubin, Saphir, Smaragd. Wie sieht's mit Europe aus? Ich schau nochmal kurz. Mit Yugong meine ich natürlich. So, Yugong. Allein auch keine Wasserattacke per Level Up. Das heißt für mich, wir müssen mit Eissturm auskommen. In der nächsten Folge. Ja, weil ich kann ehrlich nichts machen. Ich will sie nicht riskieren, das Let's Play zu verlieren. Ah, ups. Der hat jetzt auch keine Musik. Glaube ich. Ich will sie nicht riskieren, das Let's Play zu verlieren. Einfach, weil ich zu ungeduldig war. Das heißt, was wir machen. Ich werde den Part hier schon beenden. Und offscreen trainieren. Vielleicht auch ein bisschen höher trainieren, weil wir haben gesehen, Pokémon werden stärker, die Gegner werden stärker, wir haben 2 Pokémon verloren. Und dann im nächsten Part werden wir uns das neue Pokémon encountern rechts in der Höhle und hoffentlich die Arena auch schaffen. Sorry Leute, aber ich kann hier wirklich gerade gar nichts mehr machen. Deswegen, ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt was in die Kommentare, lasst doch ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir, ach genau. Noch eins, ich laufe immer ein bisschen rum, damit es nicht ganz so langweilig wird und erkunde die Stadt ein bisschen. Frage des Videos für diese Folge. Ich war jetzt heute bei meiner Hochschule, bei meiner hoffentlich zukünftigen Hochschule. Hatte da so einen kleinen Aufnahmetest und so ein paar Gespräche, lief ganz gut. Einige werden auch wissen, für was ich mich interessiere, also zumindest wenn ihr das Infovideo gesehen habt von mir, wo ich über NBA 2K und PlayStation 4 und meine Zukunft rede. Und zwar ist es Sportjournalismus und Sportmanagement.
Und das war der Studiengang, den ich mir heute angehört habe und bei dem ich auch so einen kleinen Aufnahmetest, wirklich ganz klein, weit nichts Großes machen musste. Und ja, da werde ich wahrscheinlich am nächsten Oktober studieren. Also ich habe noch ein komplettes Jahr Zeit. Wahrscheinlich auch in Frankfurt. Eventuell kommt, ist abhängig von so ein paar Sachen. Und ja. Das ist auf jeden Fall das dazu. Und deswegen die Frage der Episode, was ist euer Traumberuf? Ja, was ist euer Traumberuf? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Interessiert mich zu wissen, was ihr so für Pläne habt für die Zukunft. Auch wenn ihr jetzt noch in der Schule seid oder so, habt ihr schon irgendeine Idee, wo es euch eventuell hin verfrachtet. In welche Richtung es bei euch gehen soll. Lasst mich gerne wissen. Aber ich bin jetzt fertig für hier. Deswegen, wie gesagt, Frage des Videos. Was ist euer Traumberuf? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns frisch trainiert mit erhöhtem Level in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, tschüss und adios. Euer Rob.